hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut mal, wen ich heute für euch da habe, den... Burim. 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 Hi, Sunny. Wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr froh, dass du hier heute für uns das Interview gibst. Du bist einer meiner Favoriten tatsächlich. Einmal so von deiner Art und dann ja auch so von, ja, so von deiner Optik. Ich habe immer gerne deinen Sendung, deinen Parts zugeschaut. Wie kommt es, dass du uns das Interview gibst? Warum bist du hier bei uns? Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch gar nicht viele Interviews gegeben. Ich mache es auch noch nicht so gerne. Aber bei dir muss ich sagen, ich habe alle deine Reactions gesehen und es gibt keinen, der es richtig direkt raushaut und sagt, was er denkt. Und darum war ich so froh, dass du mir geschrieben hast, ob ich Lust habe, mit dir eine Unterhaltung zu führen, dass die Leute auch mich mal sehen und auch meine Meinung zu allem sehen. Ja, ich bin wirklich happy, dass du mich eingeladen hast. Cool. Wie bist du auf die Videos gekommen? Hast du dann irgendwann angefangen, viele Reactions zu gucken? Oder wie bist du auf YouTube-Reactions allgemein gestoßen? Ich muss ehrlich sagen, durch die anderen ein bisschen, weil ich bin da sehr zurückhaltend. Ich sehe mir auch nicht die Kommentare an, die Negativkommentare, Positivkommentare, dass ich mir überhaupt keinen Kopf mache. Aber natürlich wird viel gepostet von vielen verschiedenen Reactions. Und am Anfang habe ich mir noch da und dort was angesehen, aber ich habe mir keinen Mehrwert daraus gezogen. Und darum habe ich damit aufgehört. Und es gab ja auch nicht so viel von mir. Ich hatte ja nicht die größten Sendezeiten, dass man so viel über mich geredet hat in den Reactions. Ich hatte keine großen Love-Stories und von dem her ist mir das am Anfang egal gewesen, aber ich habe deinen einfach spannend gefunden, weil du wirklich kein Blatt vor den Mund nimmst. Ja, das kommt nicht immer gut an, ne? Manchmal vergreift man sich vielleicht oder vertut sich auch und dann, aber ich, also wenn mich da jemand des Besseren belehrt und sagt so, ey, das ging jetzt da gar nicht, dann bin ich auch der Letzte, der das nicht irgendwie zurücknehmen kann. Aber für mich ist es irgendwie so, ich sage das ungefähr so, wie wenn ich das zum Beispiel mit einem Kumpel auf dem Sofa gucke und wir würden uns das angucken. Das ist das Gleiche. Ja, nicht das Gleiche. Ich finde, viele Sachen kann man auch nicht sagen, sollte man auch nicht, das muss die Person auch nicht hören, aber ich schaue schon, dass ich schon meine Gedanken teile. Ja, erzähl mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen, dass du zu I Am The One gekommen bist? Ich bin zu Radio One gekommen durch eine Anfrage. Ich wurde sogar erst angefragt für die Reality Stars Show, die im Monat vor uns gedreht wurde, die VIP-Staffel. Ich wurde für das angefragt via Instagram und dort habe ich nicht reingepasst. Nachher habe ich ehrlich gesagt Radio One abgeschrieben und dann kam 2-3 Wochen später plötzlich das Telefon, du könntest bei der normalen Staffel dabei sein. Hast du in der Zeitspanne Ferien, kannst du Ferien nehmen und so kam das eigentlich zustande, dass ich habe es wirklich schon abgeschrieben gehabt und dann kam nochmal der Anruf von RTL, du willst du bei der normalen Staffel dabei sein, bei den Normalos und ich sehe mich als Normalo, habe ich natürlich sofort ja gesagt. Zwei Fragen habe ich, das eine ist, warum wärst du für die Reality-Staffel in Frage gekommen? Warst du schon in anderen Formaten oder kann man da auch so rein? Ich war 2021 bei der Schweizer Bachelorette, habe ich meine Liebe gesucht. Bei welcher warst du? Wie heißt sie? Dina Rossi. Das war eine, bevor die Julia kam. Dina Rossi. Dina? Dina, genau. Dina Rossi. Anna. Ich muss da einmal kurz gucken. Ich will gucken, ob ich die kenne. Dina Rossi. Ah, du folgst ja auch. Ja. Dina Rossi? Ja, genau. Die hier? Genau die. Die hat nur 21.000 Follower, obwohl sie Bachelorette war? Ja, in der Schweiz ist das aber auch üblich, dass man nicht, wie in Deutschland, vielleicht 300.000, 400.000 Follower hat als Bachelorette. Oder als Bachelorette, weil krass. Ich bin kleiner. Oh. Und du hast es nicht geschafft, ihr Herz zu gewinnen? Ich wurde tatsächlich Zweiter. Echt? Ja, ich kam ins Finale und da sind wir nur noch zu zweit vorne gestanden. Und ja, da habe ich die Rose nicht bekommen, die letzte. Wie krass. Und was ist das? Was hat das? Oh mein Gott, ich bin so froh gerade, dass ich das Interview mit dir führe. Ich hätte das gar nicht gewusst. Du bist... Das steht in meiner Biografie Bachelor 2021. Aber ja, ich wurde Zweiter. Das war ein Riesenabenteuer auch, weil ich bin dorthin gegangen auch durch ein Prank von meinem Freund, weil ich habe nie eigentlich... Ich wollte nie in eine Reality-Show. Also ich habe mich nicht abgeneigt gefühlt zu dem, aber
so selber beworben. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Mein Kollege hat jemanden gekannt, der hat mein Instagram-Profil dann geschickt, hat, hat mir der Sender am Tag X angerufen. Und erstmal Lockdown dort. Und ich sage, wieso nicht? Geh mal an das Casting. Da haben sie mich angenommen. Da bin ich Ja. tatsächlich hin. Wurde Zweiter. War ein Riesenabenteuer. Würde ich sofort wieder machen. Ja, war auch eine Krass. coole Zeit. Krass. Und auch bei dir, sorry, dass ich das sage, aber du warst, also ich gucke ja immer so ein bisschen, ne? Zum Beispiel jetzt der Gigi, der ja jetzt beim Dschungelcamp war, ne? Der hat ja 400.000 jetzt insgesamt. Ich glaube, der hat über 200 oder so gemacht. Und dann wundert mich das. Warum ist das in der Schweiz nicht so? Die Einschaltquoten sind da unterschiedlich. Die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner, Deutschland 18 Millionen Einwohner. Ich denke, das ist ein Riesenunterschied. Und bei Gigi ist es noch so, der war ja wirklich bei 5, 6 Reality-Shows. Und ich Ja, denke, wenn du in mehreren bist, ist es ein bisschen einfacher, da eine gute Zahl zu machen. ja. Okay. Hast du dich denn damals verliebt gehabt in die Finalistin? Hat das dein Herz gebrochen? Mein Herz gebrochen würde ich jetzt nicht sagen, weil du bist immer mit der Einstellung, dass dort noch andere Männer sind, dass sie auch andere Männer gut finden. Klar, gegen die Schluss weißt du, boah, sie findet dich auch gut, aber du bist immer vorsichtig, wenn noch ein anderer Mann im Spiel ist. Und du lässt dich emotional wirklich öffnen, aber begrenzt, würde ich jetzt sagen. Ich war ein bisschen getriggert, muss ich sagen, aber ich hatte schon mehr Herzschmerzen in meinem Leben. Okay. Lass uns mal ein bisschen so anfangen mit dir einmal kurz, weil das würde mir jetzt gerade helfen, mich so ein bisschen reinzufühlen, ne? Weil heute lese ich dir ja deine Tarotkarten, ne? Nein, Spaß. Aber wie bist du so als, du, es ist ja schon so ein bisschen durchgekommen, wie du so drauf bist als Mensch, der liebt und in einer Beziehung ist. Wie würdest du dich kurz so beschreiben? Wenn man dich zum Beispiel als Partner hat, welche Eigenschaften kann man erwarten? Also mich als Partner kann man sicher die Eigenschaft erwarten, wenn ich jemanden liebe, dann gebe ich sehr viel dafür. Sehr viel Gefühl, sehr viel Charisma, sehr viel wie soll ich sagen, ich bin sehr ein emotionaler Mensch, aber es braucht viel bei mir, dass ich den Punkt erreiche, dass ich wirklich so viel gebe. Ansonsten, ich bin temperamentvoll, ich will sagen, ich bin lustig. Schwierig, sich selbst zu beschreiben, ehrlich gesagt. Und du bist ein krasser Gentleman. Also was ich an dir wirklich schätze, ist, was du wirklich für den Frauen, was du den Frauen für tolle Momente beschafft hast. Insbesondere Aurelia. Ich weiß nicht, bist du gut auf Aurelia zu sprechen? Ich mag sie, ich mag sie. Ist ein bisschen verrückt, die Lady, aber es ist sehr, sehr, der Herz mir richtig entfleckt. Also sehr guter Mensch. Was hast du Manchmal in der gerade? Villa. Manchmal war sie ein bisschen schwierig in der Villa. Muss ich ehrlich zugeben, Aurelia. Aber ein toll lieber Mensch und man kann ihr nichts Böses vorwerfen. Wirklich. Was Von hat dem. sie schwierig gemacht? Ja, das ist mal bei The One kommt es da wirklich manchmal zu dem Punkt, dass man zusammensitzen muss und ein bisschen taktieren muss, wer mit wem. Und dann musst du ein bisschen das Gefühle, dass die Gefühle auf die Seite lassen. Wenn sie, weil bei ihr war so, wenn wir gesagt haben, am Schluss vor allem so, sie muss eher mit dem heute zusammensitzen, weil es nach der Rechnung muss sein. Und sie so, nein, das passt überhaupt nicht zu mir. Ist sie der Meinung gewesen, einfach das Safe ihr Bauchgefühl recht hat und so. Und da hat sie sich ein bisschen, manchmal ein bisschen schwer getan. Aber sie hat einen eigenen Kopf und ist ja auch eine gute Eigenschaft, seine eigene Meinung durchzusetzen. Ja, voll. Ich finde es aber jetzt auch nicht so schlimm, was du kritisierst, weil das ist so eine Sache, so wie sie einfach rangegangen ist an das Spiel. War auch sehr unordentlich, weiß ich nur von den Ladies jetzt selber nicht. Wir haben ja die WCs abgetrennt, Männer und Frauen. Und dann hat man halt dort und dort mal gehört, dass Aurelia, bei dir liegt alles rum und so. Ein bisschen ein Chaot, würde ich jetzt sagen. Okay, du bist ordentlich. Ich würde sagen, ich bin ordentlich, aber es gibt sicher ordentlichere Menschen. Ich habe mal Tage, wo ich wirklich, wenn was im Weg liegt, das nervt mich, aber dann gibt es auch Tage, die ich sage, komm, das mache ich morgen. Okay. Und Du hattest ja so eine interessante Unterhaltung mit Valeria. Da ging es so ein bisschen darum, wie ihr euch das so vorstellt mit eurem Partner. Bist du eher so der Typ, der so sagt, jo, 24/7, wir machen alles zusammen? Oder bist du auch so getrennt Urlaub, mal getrennt das und das? Wie bist du da drauf? ich würde sagen, ich war früher immer so krass, so getrennt. Ich habe meine Kollegen, ich habe meine Freundin und dann mache ich das und das. Aber jetzt in der letzten Beziehung habe ich gemerkt, es ist auch mal schön, wenn du deine Freunde mit den Kollegen mitnehmen kannst und
Ich würde beides, ich brauche beides. Einmal eine Ferien ohne Freundin vielleicht. Und dann mache ich, ich muss nicht 24/7 mit ihr zusammen Okay, cool. sein. Ich muss, wenn ich sie wirklich gern habe, die gewisse Aufmerksamkeit haben, die ich auch gebe natürlich. Aber das ist keine 24/7 nonstop aufeinander hocken. Nee, das wird ja langweilig schnell dann mit der Zeit. Und ich will immer wissen, dass die Beziehung spannend bleibt, würde ich jetzt mal sagen. Das geht nicht, wenn du wirklich jeden Tag aufeinander sitzt Ja. und. Also ich bin auch von früher, war ich auch 24/7 gerne, alles zusammen, bitte hab keine Freunde ohne mich und so. Und heute sehe ich die Vorteile von Nähe und Distanz. Und wenn ich aber an dieses Gespräch zurückdenke von dir und Valeria, für mich klang das so, als wenn du auch so wärst wie sie und sagst. Ich weiß ganz genau, was du meinst, aber ich hatte noch nie eine Beziehung, kannst du meine Ex-Freundin fragen, wo ich wirklich, es war immer das Problem, dass ich zu wenig gegeben habe. Darum sage ich auch jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, wenn ich, vor allem bei der letzten Beziehung, wo ich gemerkt habe, dass ich die wirklich gern habe, dass ich mehr Zeit als in den letzten Beziehungen mit dir verbringen würde. Es ist nicht 24/7, aber nee, das habe ich im Fall wirklich, ich weiß nicht, ob ich das falsch gesagt habe dort. Ich habe es auch so verstanden, wie du sagst, dass ich in Vergangenheit 24/7 bevorzugt hätte, aber das gab es bei mir noch nie. Und ich glaube, das würde ich auch nie, weil ich bin in der Beziehung, muss immer ein bisschen spannend bleiben. Okay, Also ja, wirklich. schön. Finde ich cool. Also nicht, dass meine Meinung für jeden die richtige ist, aber aus meiner Sicht ist das schön und ich sehe dich jetzt nochmal in einem anderen Licht so, ne? Also was das angeht. Okay, also es gibt ja so ein paar Sachen, über die dürfen wir reden, ein paar Sachen, über die dürfen wir nicht reden. Wir werden natürlich nichts erzählen, wo wir beide wissen, dass das irgendeinem von uns beiden Probleme machen könnte. Viel wird ja gemunkelt, viele wissen auch schon, dass eventuell irgendjemand schon woanders ist und bla 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 und so. Aber ich frage dich und du sagst, ne, du sagst nur das, was du erzählen kannst. Was passierte eigentlich mit dir, bevor du in die Villa eingezogen bist? Wie war so deine emotionale Verfassung, als du dort am ersten Tag eingezogen bist? Warst du offen für die Liebe? Warst du voller Herzschmerz? Warst du, wie warst du? Wenn ich mich zurückerinnere an Tag 1, wo ich eingezogen bin, es sind so viele verschiedene Gefühle. Du bist 7 Tage in Quarantäne, in wirklich geschlossener Quarantäne, und dann ziehst du am Tag X in die Villa rein. Und du weißt, das sind 10 Frauen, 9 Männer, die du jetzt kennenlernst, und eine von den 10 Frauen ist genau nach dir, von Experten nach für dich bestimmt sozusagen. Und das ist spannend. Das war richtig spannend, das Gefühl. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon ansprechen soll, aber ich war emotional bereit, nicht bereit, direkt jemand zu. Ich bin mit der Einstellung reingegangen, es könnte sein, dass ich jemanden kennenlerne und vielleicht, dass es was wird. Aber ich hatte vor Ari The One jemanden kennengelernt, das mich ein bisschen emotional vielleicht abgehalten hat. Das muss ich ehrlich sagen, dass ich dort, man hat vielleicht ein bisschen gesehen, Kuss da, Kuss dort, aber mal ein emotionales Gespräch oder ein intimes Gespräch kam nicht so bei mir so. Und ich finde, wenn ich so das jetzt reflektiere, hat das einen riesen Einfluss gehabt, hätte ich nicht gedacht, weil das, was ich vor Ari The One hatte, das hatte eigentlich nicht so eine Aussicht auf eine Beziehung. Darum bin ich auf Ari The One geflogen. Und ja, ich bin in die Villa gezogen mit so vielen verschiedenen Gefühlen. Es ist schwierig zu erklären, wirklich, weil ich bin aber nicht abgeneigt gewesen, jemanden kennenzulernen. Aber ich muss auch sagen, es hat einfach nicht gewiped mit jemandem so richtig krass. Ich muss sagen, an der Geschichte ist jetzt nichts Verwerfliches. Du warst ja mit der Person nicht zusammen, ne? Nee, ich war nicht zusammen, definitiv nicht. Wir haben uns gedatet. Ich war sogar, wo die Anfrage kam von der VIP-Staffel, habe ich ihr das erzählt. Und dort war der aktuelle Stand, die mich sogar noch, sie mir gratuliert hat zu dem. Aber wir haben uns weitergedatet und dann wurde es halt intensiver. Man hat sich ein bisschen lieber und lieber gehabt. Nachher kam das Telefon von der normalen Staffel. Und dort war nachher, dass ich mich sehr schnell entscheiden musste. In 2, 3 Tagen, ob ich dort mitmache oder nicht. Und mit ihr gerade stand war so, es war jetzt lange das Zeichen, dass wir keine Beziehung haben können, aber wir haben uns trotzdem gerne. Und dass ich mich nachher für Ari The One entschieden habe, weil sie der Hauptgrund war, dass es keine Aussicht auf eine Zukunft hatte, würde ich jetzt sagen. In dem Moment. Aber du. Aber nachher habe ich die Ari The One Anfrage angenommen, natürlich, und wir haben uns weiter gedatet. Und haben uns noch lieber gehabt.
Und ich bin dorthin geflogen mit der Einstellung, dass ich werde versuchen, jemanden kennenzulernen. Und wenn es nicht klappt, dann können wir es nochmal anschauen, weil sie ist auch nach Ibiza geflogen und hat ihren Spaß gehabt, würde ich jetzt mal sagen, grob gesagt. Aber es hat emotional ein bisschen mich beeinflusst, würde ich sagen. Wenn ich das. Wenn wir da jetzt schon so offen drüber reden, danke dafür. Wie ging es dann weiter nach Eye of the One mit euch? Ja, dann jetzt fängt es richtig kompliziert an. Ich bin zurückgekommen. Dann haben wir uns mal getroffen und ich habe ihr dann alles erzählt, was ich so gemacht habe. Und das ging für sie nicht. Hat sie sich direkt den Strich gezogen. Dann hat man 2, 3 Wochen Pause gehabt, hat man sich wieder gesehen und gemerkt, dass man sich trotzdem gern hat. Dann hat man sich wieder angefangen zu daten. Dann sind wir offiziell ein Pärchen geworden oder inoffiziell, weil ich ja nicht durfte meinen Beziehungsstatus dann veröffentlichen. Und dann hat man das probiert, aber ich muss sagen, mit der Vorgeschichte, sie war bei Ibiza, ich war bei The One, es sind viele Sachen passiert, es ist, die Ausstrahlung konnte es noch, es hat die Beziehung schwierig gemacht von Anfang an. Man hat sich sehr, sehr gern gehabt, das war Fakt, aber es ist nach 3, 4 Monaten einfach nicht mehr gegangen, anhand von der Vorgeschichte, will ich jetzt sagen. Das bedeutet, das müsste irgendwann im 2 Monaten geendet. Und wie geht's dir damit? Wie es mir geht, jetzt mittlerweile gut, aber ich hatte Mühe, weil ich hatte sie wirklich, ich glaube, ich habe noch nie jemanden so gern gehabt. Und dann zerbricht man sich halt den Kopf, war das die richtige Entscheidung damals, zu The One zu gehen? Hast du vielleicht deine Liebe des Lebens verloren wegen dem? Aber mittlerweile, also, ich hatte seine Gründe gehabt, dass ich trotzdem zu The One geflogen bin und ich bin dann kein Kind der Traurigkeit. Ich hatte ein bisschen Mühe am Anfang mit der Trennung. Und ja, das ist aktuell. Also wenn ich da was aus der Ferne zu sagen kann, ich fühle mich gerade wie so ein Psychologe. Nein, aber was ich dazu sagen kann, ist so, ich meine, was du bei Eye of the One gemacht hast, war ja jetzt nicht einmal Geschlechtsverkehr. Das war höchstens mit dir selber unter der Dusche zweimal, wie ich heute im Podcast gehört habe. Und Bravo. ansonsten waren es Küsse, aber ich glaube, wenn eine Liebe wirklich die wahre Liebe ist, wie du gerade in den Raum gestellt hast, eventuell, dann kann man sich sogar, glaube ich, Ausrutscher verzeihen. Also. Ja, haben wir uns auch. Wir haben es probiert, aber es ist trotzdem immer, wenn du eine Beziehung schon so starten musst, wir waren ja kein Paar, aber wir haben nach Eye of the One das gestartet und das ist schon so viel im Voraus passiert und es hat es einfach viel schwieriger gemacht. Also ich denke, wenn ich sie jetzt nach der Zeit kennengelernt hätte, wäre es möglicher gewesen. Würde ich. Also ich sage dazu noch eine Sache, es kann sein, dass es leichter gewesen wäre, aber ich finde auch, also ich habe immer gedacht, Beziehungen müssten gerade am Anfang richtig gut sein, ne? Das kann schon sein, so in den ersten paar Wochen, wo man nur miteinander bumst und so, ja. Aber ich finde mittlerweile, dass Beziehungen zu Beginn auch echt schwierig sein können, weil zwei Individuen versuchen, sich irgendwie zu arrangieren. Und es gibt ja auch sowas wie so eine also so eine Hornabstoßphase, wo man sich irgendwie findet zusammen. Deswegen weiß ich nicht, ob du da jetzt wirklich. Ich bin da mittlerweile richtig gleicher Meinung, weil ich habe immer das Argument gebracht, weil bei uns war wirklich die Beziehung von Anfang an scheiße, sozusagen immer Stress und so. Und schlussendlich habe ich das immer probiert, das Positive rauszuziehen, weil dann weiß man schon, wie der Partner in gewissen Situationen reagiert. Und wenn es mal scheiße ist, wie es ist, besser hat man das alles am Anfang durch, als man in 3 Jahren merkt, so, oh, es war nicht gar nicht so gut, wie man immer gedacht hat und so. Ja, so ist es auch. Ja. Nein, ich würde an deiner Stelle nichts bereuen. Also, wenn es die richtige gewesen wäre, dann hätte das geklappt. Und wenn es die richtige ist, dann kommt ihr vielleicht sogar nochmal irgendwann wieder aneinander. Also, da würde ich nichts bereuen. Nein, das mache ich definitiv nicht. Also, man hat sich da und da mal Gedanken gemacht, hätte man, aber das ist normal, denke ich. Ja. Was hast du gestern eigentlich gemacht? Gestern. Am 14.02. War das ein schlimmer Tag oder ein schöner Tag für dich? Es war ein ganz normaler Tag für mich. Das ist eine lustige Frage. Ja, es war ein ganz normaler Tag, Punkt. Alles. Wieso? Gab's da was? Was? Ist da was passiert oder warum lachst du so? Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt da so sagen soll, aber
Zufälligerweise, ich habe gestern wirklich nicht das Datum gesehen, das Valentinstag ist, aber hat man sich gestern mit den Ex-Freundinnen kurz zusammengesetzt? Was passiert ist, weiß ich nicht. Aber Mit der, über die wir gerade geredet haben. genau. Oh, okay, krass, das habe ich jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich bin nur drauf gekommen. Ich bin nur wegen des Bechers drauf gekommen. Ich habe so einen Herzbecher gestern bekommen. Was hast du gemacht am Valentinstag? Also mein Partner ist ja nicht da. Mein Partner nimmt mir alles, was mir wichtig war. Ich habe gesagt, immer, ich möchte, dass wir unsere Geburtstage zusammen verbringen. Weihnachten, Silvester, Valentinstag, ne? Das reicht mir. Und Weihnachten nicht, Silvester nicht, dieses Jahr wegen einer Geschäftsreise Valentinstag nicht. Aber ich habe das Beste draus gemacht, ich war mit Freunden unterwegs. Bist du schon lange in einer Beziehung? Zwei, also jetzt, es war auch kompliziert bei uns, aber wir kennen uns jetzt seit 2 Jahren. Okay, schön. Ja. Erfolg. Aber es war nicht einfach. Ja, Dankeschön. Ja, das ist die Liebe. Manchmal ist es einfach wirklich kompliziert, sind wir ehrlich. Nee, ich habe das erste Mal wirklich hingeguckt und habe so gemerkt, also das war so die erste Person, mit der diese ganzen toxischen Geschichten nicht mehr gingen. Ich wollte früher immer Personen irgendwie so auch kontrollieren und irgendwo auch besitzen und so und das ging nicht mehr. Und dann musste ich überlegen, ne, trenne ich mich, weil es zu schmerzhaft ist, oder versuche ich endlich mal hinzuschauen und mal zu gucken, wie auch eine gesunde Beziehung gehen könnte. Und das ist gedacht. Ja, Digi, das war sehr schmerzhaft, wie gesagt, ich bin immer noch im Prozess, aber ich sehe immer mehr und mehr, warum es wichtig ist, ein Individuum zu bleiben, weißt du? Das ist, da gebe ich dir völlig recht. Ja. Naja, okay, hast du von Trashkurs die Reunion gesehen quasi? Ich habe gestern die Reunion-Show gesehen von den 5 Kandidaten, die dort waren, mit den Trash-Kursleuten. Und ja, was sagst du dazu? Erstmal war ich total schockiert, weil wo ist die Wiedersehensshow, die wir alle immer so lieben und auf die wir alle warten? Weißt du da irgendwas? Ehrlich gesagt, kann ich hier nicht viel dazu sagen. Das war ein Hin und Her mit der RTL die ganze Zeit. Und der Hauptgrund, warum es nicht stattfindet, kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich kann es dir wirklich, also ich weiß es nicht warum, weil es war so ein Hin und Her, es gibt einen, es gibt keine. Jetzt gibt es eine Aftershow, Podcast-Show, vielleicht wegen dem ein bisschen, weil dort viel rausgehauen wird, dass man das ein bisschen, dass man die Leute ein bisschen dorthin lockt, beispielsweise zu RTL Plus Musik. Ich kann es dir nicht sagen, ich war aber gar nicht so enttäuscht, dass es keine gab, weil. Ich wäre es eh nicht hingegangen. Ich wäre vielleicht, wäre sie in Köln stattgefunden, ich wäre hingegangen, aber jetzt bei der Online-Reunion musste ich nicht unbedingt teilnehmen. Weil ich hatte ja auch wirklich nicht so viele Love-Stories und so, dass man im Reunion bei mir jetzt rausfinden muss, bist du mit der und der noch zusammen oder hattest du was nach der Sendung? Weil ich kann ehrlich sagen, nach der Sendung war mit mir, mit den Kandidaten ziemlich Funkstille, also Funkstille. Da hat man schon da und dort Kontakt mit der Karina, Anna dort, Sasa höre ich ab und zu. Aber ansonsten bin ich da recht abgeschottet von den Leuten, würde ich jetzt sagen. Du magst die Karina sehr gerne, ne? Ich mag die Karina, ich finde sie eine coole Socke. Ich habe, sie hat mir auch in der Villa, wir haben uns gegenseitig Halt gegeben, so. Und ja, Karina mag ich. Ich Du nicht so, wie ich gehört habe. Oh Brittany. ja. Warte, was hast du gesagt? Dass ich sie nicht mag? Dass du sie nicht so cool findest anhand von deinen Videos und Reactions. Okay, aber um mich geht's ja gar nicht. Also ich war heute tatsächlich, als ich euch gehört habe im Podcast, habe ich so richtig gemerkt, wie ihr gevibed habt und so. Und ich glaube, mir wurde da erst richtig bewusst, dass ihr echt gut miteinander seid. Und irgendwie gebe ich so, also wenn ich Leute mag, so ich habe Sympathien so für dich, dann gebe ich auch Wert auf deren Meinung, weißt du? Weil ich denke mir so, okay, ihr wart ja drinne, ihr kennt die Person auch noch mal anders als wir jetzt von außen. Deswegen, ich war überrascht. Warum magst du Vanessa nicht? Ich will jetzt nicht sagen, ich hasse Vanessa, aber auch wenn ich ein paar Aussagen gemacht habe, die ein bisschen krass sind, aber es ist einfach der Unterschied. Auch bei mir ist es so, dass ich ja an Carina sehr viel Sympathien gegeben habe und dass sie mir gleichzeitig auch Halt gegeben hat. Und bei ihr war halt so, dass sie gegen Vanessa die ganze Zeit, Vanessa hat ja wirklich gegen sie abgeschossen, umgekehrt und so. Und ich bin so also in der Mitte gewesen und ich stehe halt zu Carina und
Wenn ich jetzt die Staffel reflektiere, hat man auch bei Vanessa da und da mal so Aussagen gesehen, eben sie wollte nicht in die Matchbox zum Drin bleiben. Bei Sasa hat sie mal ganz klar so deutlich gelogen, wo er zu Karina gestanden ist und sie da in der Matching Night ganz was anderes erzählt hat. Das sind so kleine Faktoren, die ich einfach eine Unsympathie aufgebaut habe zu ihr. Ich hasse sie nicht, gar nicht, weil ich muss aber ehrlich sagen, sie hat mir auch viel mal Essen gemacht und wir hatten keine Probleme in der Villa. Aber ich habe den besten Draht zu Karina gehabt und fand die ein oder andere Aktion von der Vanessa ein bisschen daneben. Auch wenn Karina vielleicht auch seine Situationen haben, die ethisch nicht ganz so korrekt waren, was ich dir auch teilweise recht gegeben habe, dass sie da was falsch gemacht hat, aber ja, Im das ist so Endeffekt meine. findest du sie irgendwie cooler, ja. Ja, ich fand halt Carina am Ende so. Sie hat mich so ein bisschen getriggert, weil sie war auch so. Wie soll ich das? Also, erstmal ihre Einstellung zu Sasa. Okay, ich bin verliebt in eine Person, alles gut. Aber dann so ganz schwierige Aussagen mit: Ich bin süchtig nach ihm, er macht mich komplett. Dann immer so dieses Beleidigen. Also, klar, ich weiß auch, dass J.Lo ihre Anteile hatte und sie sich auch nicht korrekt verhalten hat, warum sie da so gelogen hat. Am Ende, ne, mit der Sache, wo Sasa ja wirklich der Carina loyal war, keine Ahnung. Aber ich finde, zum Schluss hin war Carina einfach doller. Sie hat ordentlich geslut-shamed, sie war auch so ein bisschen sowieso, wie soll ich das sagen, ich habe sie so als asozial eingestuft mit ihren Äußerungen. Und da bin ich halt ein bisschen allergisch, deswegen ist diese Antipathie entstanden. Aber ich muss sagen, Karina ist wirklich ein herzensguter Mensch. Also Ja? schlussendlich, sie war besessen, ist vielleicht eine Aussage, die übertrieben war, ist so in kurzer Zeit natürlich, aber schlussendlich hat sie seit Tag 1 einen Crush auf Sasa gehabt und hat einfach darum gekämpft. Manchmal mit legalen Mitteln, manchmal mit ein bisschen unschöneren Mitteln, aber im Großen und Ganzen habe ich den Zweikampf bei denen eigentlich sehr interessant gefunden. War spannend auch für die Leute und ja, auch für den Sasa. Ich bin ja auch gut mit Sasa und ich verstehe auch Sasa sehr, weil er musste in so kurzer Zeit, sind beide schlussendlich sehr gute Frauen, sind beide sehr hübsch, beide charakterstark. Und auch Sasa muss man ein bisschen irgendwo verstehen. Ich habe gefunden, irgendwann ist es so ein krasses Hin und Her gewesen, wenn am Abend noch das an Karina sagt und morgen an Vanessa das. Aber ich habe es wirklich lange verstanden, weil du musst dich in kurzer Zeit so schnell entscheiden in so einer Villa. Die Situation hat man noch nie gehabt. Und das ist eine Ausnahmesituation, würde ich jetzt mal sagen. Aber kannst du auch so sein? Also kannst du dich mit dem Verhalten identifizieren? Ich meine, sich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden, alles klar, ne? Kann passieren. Aber man kann natürlich auch offen und transparent mit den Frauen dann umgehen und denen nicht so dreckig ins Gesicht lügen. Also wäre das sowas, was du auch machen würdest, oder? Ich muss aber sagen, ich habe jetzt noch nie die krasse Situation gehabt, dass mir wirklich zwei Frauen wirklich krass gefallen, dass ich aufpassen müsste, was ich mache, dass ich nicht die eine riskiere, weil ich mir noch nicht sicher bin, welche es wird. Und ich denke vielleicht, ich nehme keinen Lügner in Schutz oder was auch immer, aber ich bin einfach ein bisschen tolerant, weil es dort drin einfach anders ist als im richtigen Leben. Weil so eine Situation kann man haben im richtigen Leben, aber ich würde ja wahrscheinlich schon ein bisschen offener kommunizieren, weil es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ich habe es noch nie gehabt, ich weiß nicht, ich würde es nicht ausschließen, dass ich nicht ähnliche Situationen gehabt hätte wie Sasa, wo ich vielleicht wirklich an einem Punkt gewesen wäre. Ich weiß es nicht, mit welcher zu mir besser passt. Ich mag beide, aber ich muss trotzdem irgendwie noch beide auf Trab halten. Auch wenn das ein bisschen blöd klingt, aber das war so ein bisschen Realität dort drin. Ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen. Man kennt mich schon ein bisschen, aber wie ich in Love Stories bin, hat man ja jetzt nicht rausgesehen. Weil wenn ich. Mach mein Bild nicht kaputt. Ich mach das Poster von dir in meinem Schlafzimmer Was hast du für eins? weg. Nein. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, und zu diesem Trashkurs Wiedersehen. Wer hat da sein Fett wegbekommen? Also, ja, ganz schön doll auch Dorna, ne? Dorna, ja. Hannah war auch viel zur Gespräche. Ja, was sagst du zu den Geschehnissen zu Dorna? Also sie soll einen Freund gehabt haben, sie ist immer noch mit ihm zusammen, sie wollte bumsen mit Dennis, als sie da in den Zimmern waren.
Ich muss sagen, wenn ich mir die Geschichte höre, ich vergleiche sie ein bisschen mit meiner Geschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dorna wirklich, wirklich in einer richtigen Beziehung gewesen ist, weil ich einfach das keinem zumute. Wer macht das, dass der Freund, wo du in einer Beziehung bist, wo du liebst, dass du ihm die Erlaubnis gibst, dorthin zu gehen? Und darum, ich weiß es nicht. Ich habe mich nachgefragt, ob vielleicht das vielleicht so etwas Ähnliches war wie bei mir, bei Dorna. Dann finde ich es ja gar nicht schlimm, wenn sie mit dem und dem geschlafen hat dort, weil sie weiß ja seine Verpflichtungen, was sie ihm gegenüber dem hat, wo in Deutschland gewartet hat, was sie machen muss. Aber ich kann dir da nicht klar sagen, weil ich weiß nicht, ob sie wirklich in einer richtigen Beziehung gewesen ist. Wenn ja, komplett scheiße, was sie gemacht hat. Aber sie ist ja angeblich mit dem Typen jetzt richtig zusammen. Und ja, ich stelle mir die Frage auch ein bisschen, ob sie dort richtig, richtig zusammen gewesen sind, aber ich denke, das werden wir nicht rausfinden. Naja, also er kann es ja nicht so schlimm gefunden haben, was sie da gemacht hat, weil die sind ja jetzt zusammen, ne? Und da muss es ja auf Gegenseitigkeit beruht haben. Oder er hat ihr verziehen, wir wissen es nicht. Und dann weiß nicht alles. Was hältst du von Dennis so? Dennis ist ein sehr spezieller Charakter. Ich habe ihn am Anfang gar nicht gemocht, muss ich sagen, weil er so viel geredet hat. Er hat auch viel gesagt, dass alle Fake sind dort drin und so. Und bei ihm ist selber finde ich eigentlich, dass er selbst sehr viel macht, um Drehzeit zu holen. Aber jetzt gegen die Schluss, auch in der Villa, muss ich sagen, habe die Sympathie ein bisschen, ne, ich gebe jedem Menschen eine zweite Chance und ich habe nichts gegen ihn. Wir sind keine beste Freunde. Er ist nicht meine Nummer eins von den Jungs in der Villa, definitiv nicht. Aber auch er beim Reunion, muss ich sagen, hat er gestern auch ein bisschen große Töne gespuckt. So, ich habe es immer so, ich habe mit der Hannah geschlafen, also so gestrahlt und so, nachher dies, nachher das. Ein bisschen großkotzig, würde ich sagen. Was glaubst du, warum macht er das? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ein bisschen vielleicht Follower anzulocken, ein bisschen Drama-Effekt in sein Leben zu bringen. Hat ja gesehen, dass wenn man Drama hat, die Leute einem folgen. Läuft das denn bei ihm? Wie heißt er, Dennis? Okay, er ist auf Danny? jeden Fall auch privat. Er möchte natürlich, dass man folgt, ne? Aber so richtig klappt das nicht. Er hat 8.900. Ihr habt alle nicht so richtig so, seid nicht richtig durch die Decke geschossen, ne? Ist ja, das war eine Sasa-Show, sind wir ehrlich. Sasa hat sehr, sehr gut Follower gemacht. Barkin hat auch seine 20. Aber das ist halt einfach, weil die Leute die Stories von denen verfolgt haben. Und wenn du keine Love Stories hast, dann sehen dich die Leute einfach weniger. Das ist ein Aspekt. Was würdest du anders machen? Würdest du beim nächsten Mal auch jemanden mitnehmen in die Dusche oder wieder alleine bleiben? Ich werde beim nächsten Mal sicherlich nicht mehr jemanden im Hinterkopf haben, wenn ich dorthin fliege und mich noch ein bisschen mehr öffnen, definitiv, weil ich habe ja gewusst, dass ich jemanden im Hinterkopf habe, aber ich wollte auch nicht der sein, der in der Ecke sitzt und gar nichts macht. Und beim nächsten Mal werde ich einfach, wenn ich irgendwo mitmachen würde, ich würde nur noch dorthin, wenn ich niemanden im Hinterkopf hätte. Dass ich wirklich ein bisschen auch mehr Love Stories, ich will jetzt nicht sagen, ich brauche mehr Love Stories, aber ein bisschen mehr geöffnet hätte, ein bisschen mal emotionaler vielleicht auch geworden wäre. Das hätte Was? ich vielleicht ein bisschen. Wa möchtest du weitermachen im Trash TV? Ich schließe es nicht aus, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt bei den zwei Sendungen, die ich war, ich habe mich nicht selber beworben. Ich weiß nicht, wie viel es braucht, dass ich mich mal selber irgendwo bewerbe. Man weiß es nicht, wenn ich Single bin und es kommt jetzt wieder eine Anfrage von einer Sendung, die ich cool finde, weil ich bin so Trash-TV-Fan, ich habe das immer selber ein bisschen verfolgt. Und bei Already One war das war wirklich so meine Lieblingssendung und da war ich natürlich desto glücklicher, als die Anfrage kam. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich suche es nicht jetzt. Ich bin jetzt nicht gerade an dem Punkt, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt in die nächste Sendung, weil ich muss dort meine Liebe finden oder ich muss meine Follower generieren, ich brauche Sendezeit. Das gar nicht, wirklich. Bin da ein bisschen in das reingerutscht. Es ist nicht so, dass ich Okay, das. ausgerutscht. Was machst du eigentlich hauptberuflich? Maler-Lackierer, gelernter Maler-Lackierer seit 12 Jahren. Oh, schade, dass du nicht bei mir in der Ecke wohnst. Wieso brauchst du einen Maler? Ich hatte heute jemanden da. Ich will meinen Boden schleifen lassen, alles lackieren lassen, die Türrahmen und die Wände machen, malen.
Ja, machst du auch so Arbeiten in anderen Städten? Entsteht nicht. Also bis jetzt noch nicht. In anderen Ländern. Nee, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt hat es genug Arbeit in der Schweiz gehabt. Ja, cool. Bist du selbstständig oder? Nee, noch nicht, aber das ist so das nächste Ziel, was ich wirklich noch das Jahr eigentlich vorhabe. Ich habe es mir zwar jetzt in den letzten 3 Jahren immer gesagt, so Frühling. Frühling ist der beste Moment zum Starten, aber es hat sich immer rausgezogen. Entweder war es zu viel Party gemacht oder Bachelorette letztes Jahr, Are You the One? Und dieses Jahr, wenn nichts dazwischen kommt, werde ich wirklich den Schritt machen, weil es lohnt sich viel mehr. Ja. Und ich mittlerweile wirklich habe genug erfahren in dem Bereich. Ja. Du hast ja sehr oft auch, also wenn du das machst, wünsche ich dir viel Erfolg, viel Glück. Es ist auch schön, sein eigener Chef zu sein, aber es ist auch was anderes, weil es ist, wie das Wort schon sagt, selbstständig, selbst und ständig. Man kann sich nicht einfach mal krank melden oder. Also ich arbeite jetzt schon seit, ich habe mir vor 2 Jahren schon gesagt, ich werde mich niemals anstellen irgendwo. Ich habe mir das geschworen, ich habe es durchgezogen. Ich bin so ein bisschen Freelancer unterwegs. So. Ich Okay. bin jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr angestellt. Ich habe mir alles geschworen, ich werde das nie wieder machen. Und Ja. jetzt bin ich noch so ein bisschen da und dort, ein bisschen so Freelancer, Stundenlohn da und dort. Es reicht Ja. mir so flexibler auch. Ich will nicht so und so viele Stunden im Monat machen müssen. Und so unflexibel zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast ja auch ein bisschen was im Kopf, ne? Du hast ja relativ häufig auch gesagt, die anderen da sind nicht so schlau wie du. Ja, ich muss jetzt aber eigentlich auch die Aussage ein bisschen zurücknehmen, weil es ist ein bisschen im Affekt, also das sollte man nicht sagen. Das, ich habe einen Satz, habe ich sehr bereut, wie ich gesagt habe, mit der Gruppe kann man nicht gewinnen. Das habe ich auch ein bisschen gesagt, weil ich ein bisschen getriggert war, dass wir nicht vorankamen und so, aber schlussendlich sind alles, ich würde sagen, es ist keiner richtig dumm dort gewesen. Einer ist intelligenter als der andere. Der eine hat bessere Absichten als der andere, aber richtig dumm würde ich keinem sagen. Ist ein bisschen fies, das sagt man nicht. Finde ich schön, dass du das sagst, weil das war so das, also ich finde, das war so das Einzige, was dich hätte echt unsympathisch machen können. Bei mir hat das nicht gereicht, damit du unsympathisch wirst. Ich war so, okay, scheiß drauf. So, aber da dachte ich schon so, es ist so Also, ganz. bei dem Satz, wo ich gesagt habe, ich spiele gegen die Gruppe, habe ich bei dem Video zum ersten Mal so gesehen, ah, jetzt redet er nicht so gut über mich. Weil ich da die Aussage gemacht habe, ich werde jetzt gegen die Gruppe spielen. Aber ich hätte es anders formulieren müssen, weil wir am Vortag ausgemacht haben, wir wählen Kalina und Pascal in die Matchbox. Das ist der Plan gewesen. Und das zweite Pärchen ist völlig irrelevant, wer auf das Date geht, in meinen Augen. Völlig irrelevant, weil wir entscheiden am Vortag, Pascal und Carina werden die Challenge gewinnen und wir werden in die Matchbox. Darum habe ich Hannah seinen Plan nicht so gut gefunden, weil sie wäre das zweite Date gewesen, aber auch sie wäre nicht in die Matchbox gegangen. Darum war für mich so, wenn Carina und Pascal gewinnt, dann werde ich alles dafür geben, dass ich das zweite Date bekomme, weil es spielt eh keine Rolle. Und darum spiele ich gegen die Gruppe, weil ich spiele gegen den Plan, wo wir gestern ausgemacht haben. Aber der Hauptplan, ich meine, ich will das Geld auch gewinnen. Ich spiele nicht so gegen die Gruppe, dass ich das Geld extra nicht gewinne. Das war ein bisschen falsch formuliert, aber ja. Ja, ich muss sagen, die waren echt nett zu euch, weil dass sie euch dann auch wieder diese 100.000 Euro angeboten haben und so. Ich war ja, also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ihr das noch gewinnt. Das war schon sehr, sehr nett von denen. Gar nicht mehr gerechnet. Also mit dem habe ich gar nicht mehr gerechnet. Nach dem zweiten Blackout war es wirklich so. Probieren wir noch eine schöne Zeit hier zu machen, aber ich mache mir keine Hoffnungen mehr. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wen du am dümmsten findest, aber. Am dümmsten, mittlerweile, das sage ich jetzt ehrlich und offen, den Max, wenn ich das so sagen darf. Weil ich habe ihn eigentlich in der Villa ganz cool gefunden, ganz okay, aber mittlerweile sehe ich immer mehr und mehr so und höre immer mehr und mehr so Aktionen, die er gemacht hat. Werde ich jetzt auch nicht sagen, was genau, weil sie teilweise so richtig krass sind. Das kannst du jetzt nicht machen. Ja, das mache ich nicht. Nee, du kannst doch jetzt nicht sagen, da ist was und du sagst es aber nicht. Ja, so ich sage jetzt mal eins, zwei kleine Affekte, wo ich es sagen kann, dass zum Beispiel, er hat die Villa verlassen, indem er die Leute haben geheult, wie süß jetzt der Valeria war. Er hat ihr eine Familienkette geschenkt. Er musste ja einfach gehen aus der Villa, der Max, so. Einfach so, weil das andere Perfect Match gefunden wurde und der war das Doppelmatch. Und dort war er mit der Valeria ein bisschen so. Und das war so wirklich so ein emotionaler Moment, hat die Familienkette geschenkt.
wir sehen uns draußen und so. Und dann habe ich einfach gehört, dass Valeria dann rauskam, hat sie sich sofort gemeldet bei mir und dann hat sie mit dem Arschnitt angeguckt, angeblich so. War einfach so für mich so. Und dann gab es noch ein, zwei Sätze, die ich jetzt auch rausgehört habe, die ich jetzt nicht sagen kann und nicht sagen will. Auch gestern mit Caro habe ich in der Story gesehen, dass er Chatverläufe mit der Caro gepostet hat. Weil Caro hat eine Frage bekommen auf Instagram, würdest du, schickst du, machst das jetzt? Sie so, nee, würde dir an einem Geld schicken, der dich respektlos behandelt. Und dann hat Max eine Story gemacht, ein Statement, wo völlig daneben war. Er hat völlig daneben, er hat Chatverläufe gepostet und ich finde, das macht man gar nicht. Darf er auch Also, gar nicht. Sie können ihn auch anzeigen, ne? das weiß ich nicht, vielleicht, aber. Nur mal so. Also ich habe einmal mit einem Juristen geschlafen, deswegen glaube ich, dass das so ist. Laut Paragraph. Nein, aber ich habe das irgendwo mal gehört. So. Ja, nee, bei ihm war mir sowieso klar. Also guck mal, du bist in so einer Sendung und du siehst so eine kleine süße Maus. Also die Valeria. Da merkt man ja schon, die hat ja auch selber in einem Satz gesagt, sie glaubt, das tut ihrer Persönlichkeit dort gut. Also die war noch klar, ganz klar auf ihrem Weg so. Und dann kommt er da und nimmt ihren wundesten Punkt und sagt so, hier, ich biete dir eine Familie. Also ich sage mal so, wenn euch das jemand sagt in den ersten 3 bis 6 Monaten eurer Beziehung oder des Kennenlernens, dann lauft. Also lauft so schnell ihr nur könnt. Und sie hat das wirklich noch ein bisschen daran geglaubt und Boah. hat ihm wirklich angeblich ganz sofort, nachdem sie aus der Villa rauskam, geschrieben und er hat sie ein bisschen zur Seite gedrängt. Er hat nicht mehr das gleiche empfunden, wie als er rausgezogen ist, gesagt hat und war ein bisschen scheiße zu ihr, glaube ich. Und ja, Also drum. entweder er hat es gemacht, weil er Sendezeit wollte, oder er hat es gemacht, weil er das auch im wahren Leben macht. Und zwar fühlt er sich dadurch dann irgendwie wertiger, wenn er Leute abhängig von sich macht. So, das ist auch so ein spannendes Verhalten. Und er meinte dann heute auch bei Trashkurs oder gestern, ja, das sind so familiäre Geschichten, die möchte er nicht teilen. Okay, wenn du da jetzt kein Statement auf Insta draus machst, ne? Ich verstehe das. Aber Digi, dann sag es doch wenigstens ihr. Definitiv. So ein Laberer. Ich habe mir Notizen gemacht bei Word, ne, über das Interview. Und ich habe bei Ja. ihm. Guck mal, warte, ich habe das hier irgendwo. Wo habe ich das denn? So. Und zwar. Max ist er ja, ne? Sorry. Ich meinte so, er ist so ein Laberer. Ich habe da einfach so mit so Ausrufezeichen reingeschrieben. Er ist so ein Laberer, so eine Labertasche. Ja, mit meiner Familie ist irgendwas und so, aber das kann ich ihr jetzt nicht sagen. Deswegen ghost ich sie. Ja, also er hat sich wirklich, ich habe ihn in der Villa eigentlich nicht so in Erinnerung gehabt, aber jetzt, was ich alles draußen gesehen habe und auch ich folge ja den Typen alle seit Tag 1 und bei ihm fehlt mir einfach die Sympathie ein bisschen. Ja, okay. Ja, ich kann den auch nicht ganz greifen. Was sagst du zu Juliette und Barkim heißt er, ne? Zu Juliette Barkin, was soll ich dazu sagen? Also, es ist ja eine Neverending Story gewesen in der Villa auch und die Julie hat sich teilweise ein bisschen zum Deppen gemacht. Grüße an Julie. Aber ich muss auch sagen, zum Barkin in Schutz nehmen, er war großteils immer ehrlich und hat gesagt, ich bin so, wenn ich handle nach Bauchgefühl, wenn ich jetzt auf eine Beachparty gehe oder zwei Frauen küsse, ich hätte das wieder gemacht. Und schlussendlich kann man ihm, finde ich, nicht groß Vorwürfe machen, weil ich finde, er war eigentlich zu 80% immer ehrlich und da hat Julie halt ein bisschen, wie soll ich sagen, den Kleineren gezogen, indem sie sich wie so verarschen gelassen hat, aber schlussendlich immer wieder zurück zu ihm ist. Geheult hat und zurück zu ihm. Und wie man gesehen hat, da wusste ich auch nicht, sind die ja jetzt ein Paar. Ich finde, du hast es sehr, sehr gut beschrieben gerade. Er war zu 80% ehrlich. Ich weiß schon, was du meinst. Er war jetzt nicht komplett das Arschloch, was sie komplett verarscht hat. Bisschen Unehrlichkeit war da, weil manchmal hat er versucht, es so zu besänftigen und da hätte er noch ehrlicher sein können. Aber was ich so krass fand, ist, dass ihr Vater dann zu ihr gesagt hat: Schatz, das ist der perfekte Typ für dich, das ist der Einzige, der zu dir passt. Ich habe es auch gehört, aber vielleicht ist ja der Barkin off-cam ein ganz anderer Mensch, wer weiß. Also, oder ich kann es nicht sagen. Also, Er hat sie ja wohl auch im wahren Leben ja irgendwie, ne, mit hier Cala Ratjada oder so, da war doch was, da war im Urlaub, da ging es dann privat auch weiter mit Seitensprüngen.
Weiß ich gar nicht. Hat sie heute erzählt bei oder gestern bei Trashkurs? Hast du nicht genau zugehört? Ich habe bloß zugehört, aber teilweise war es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber das habe ich jetzt wirklich nicht rausgehört. Also Barkin hat mit nach der Sendung noch mit was anderem was gehabt. Genau, nach der Sendung ging es nämlich weiter. Ich weiß nicht, ob die da schon gesagt haben, ey, wir sind jetzt ein Paar, aber da muss ich gerade passen. Aber die waren nach der Sendung wohl am Daten oder whatever und er war in Kalaratjada und dort hat er was mit jemand anderem gehabt und das hat sie ihm dann auch verziehen und der Vater meint, das passt perfekt zu ihr. Da habe ich echt nur so gedacht, da habe ich mir auch ganz fette Notiz gemacht und gesagt, was ist mit dem Vater los? Vielleicht weiß er nicht alles, also was war genau, und ich denke, er wird die beste Seite gesehen haben, sagen wir mal Also, so. wenn ich meine Tochter die letzten 5 Folgen, ich mag die Juliette, ne, ich finde die super süß, ja, aber wenn ich meine Tochter die letzten 5 Folgen im Fernsehen immer nur so gesehen hätte, so, ich habe immer nur so geguckt, weil sie so traurig war und so voller Schmerz, dann würde ich doch nicht sagen, Schatz, das ist genau eine richtige für dich, geh dahin. Nein. Du, ich weiß auch nicht, was er, also vielleicht weiß er wirklich nicht alles. Außer das, was er gesehen hat, und da kann man sich noch ausreden, dass der, das, und Cam, das ist, da war ich anders, da habe ich mich verstellt. Vielleicht war es so, ich kann es nicht sagen. Aber anscheinend sind sie happy miteinander und der Vater hat das akzeptiert. Er stimmt dazu oder Er hat der sogar. Ehe zugestimmt. Na gut. Was sagst du zu Stefanie und Chris? Da ist er jetzt auch rausgekommen, er hat sie betrogen. Also da bin ich sehr überrascht gewesen, dass ich das erfahren habe. Mit der Karina hat mir das erzählt, dass ich habe wirklich gesagt, das ist das Already the One unserer Staffel, weil die sind Tag 1, die haben sich kennengelernt, die haben gesagt, für Tag 1, hey, ich glaube, das ist mein Perfect Match, da müssen wir gar nicht studieren. Irgendwie bei Folge 3, oder besser gesagt, bei der dritten Doppelfolge sind sie dann in Matchbox, hat sich das bestätigt, sie sind zusammen auf Griechenland, das hat man gewusst, das haben wir gewusst, und ich habe das so eine wirklich schöne Story gefunden. Und desto krasser war es, also ich habe das von Chris überhaupt nicht erwartet, dass er da wirklich, wirklich zweispurig gefahren ist, dass er wirklich zwei Frauen gedatet hat und ein paar Tage vorher war sie und nachher sie. Und der Ken wusste das, ne, dass der eine Freundin hat. Kenneth. Kenneth, ja, die sind ja seit klein auf Kollegen, Krass, dass das geht. hat man auch nicht gewusst, ja. Warte mal, Echt welcher krass. war nochmal Kenneth? Kenneth war Mit der. Aurelia am Anfang nicht wollte. Genau. Ah ja, genau. Genau. Ja, krass. Die hatten einen Kenneth war Bro-Kodex. Die der. hatten so ein. Ja, gut, das verstehe ich, dass der Kenneth da nichts gesagt hat. Ich hätte mir von den zwei gewünscht, dass die spätestens nach der Sendung, wo wir das Mikrofon abgenommen haben, es Menschen uns sagen, dass die seit kleiner Kollegen sind. Das hätte ich schon, die Ehrlichkeit hätte ich ein bisschen erwartet. Wie ist das denn jetzt rausgekommen? Ich habe das wirklich durch die Karina erfahren. Ich habe sehr viel durch die Karina erfahren, wie das rausgekommen ist. Die haben das wahrscheinlich an eins, zwei weitergegeben, so an den engeren Kollegen, Kandidaten. Und durch das ging es weiter und weiter. Und jetzt weiß man das einfach. Ich frage mich, ob RTL das wusste bei der Bewerbung von den zwei. Das würde mich wundern nehmen. Knows? Warum weiß Chris, Carina all sowas? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann sie nicht sagen. Die hat Hannah, wo weiß natürlich viel. Hannah ist da auch überall ein bisschen drin gewesen. Die weiß auch sehr viel. Und ich denke, von dort weiß sie viel. Vielleicht auch von Sasa. Ich weiß ja nicht, was da passiert ist bei denen. Weißt du, du musst es uns nicht sagen und du darfst es uns auch nicht sagen, ne? Aber weißt du, ob Vanessa und Sasa oder Karina und Sasa wieder zusammen sind oder zusammen sind? Du weißt es, ne? Tatsächlich weiß ich das nicht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass man sich gedatet hat nach der Sendung. In wärmeren Gebieten. Genau. Aber mehr sage ich jetzt dazu nicht. Nein. Damit. Okay, sag mal, was hast du noch auf dem Herzen? Habe ich irgendwas nicht angesprochen? Was ich jetzt gerade weiß, nicht unbedingt. Also mir fällt jetzt nicht gerade ein. Wir haben viel versprochen. Ich glaube, ich werde dein Video gerade das Statement brauchen, weil ich noch ein Statement auf meinem Instagram-Profil mache zum Thema, alle Leute spekulieren, dass ich eine Beziehung war. Und ich finde, ich habe es hier recht gut erklärt, wie es war.
Kann ich das so nehmen, gerade das Statement? Schon, Ja, oder? deswegen frage ich dich, das ist dein Statement auf meinem Kanal. Füg noch alles hinzu, was du möchtest. Liebe Leute, einfach zum Wissen, wenn, einfach, dass ihr wissen wollt, ich war nicht in einer richtigen Beziehung während All the One. Ich würde das auch nie machen. Ich würde das auch keiner Frau zumuten, dass sie das macht. Also zumindest keine Frau, die ich will, würde ich jetzt sagen. Es war jemand in meinem Kopf in der Zeit, das gebe ich offen und ehrlich zu, aber ich hatte ein Leben vor. Okay, bist du wieder da? Ja. Mein Internet, das Internet war nicht gut. Du kannst noch mal den Satz anfangen. Ich hatte ja noch ein Leben vor I, the One. Ich hatte noch ein Leben vor Are You the One und darum finde ich, kann man mir das nicht vorwerfen, dass ich da groß in einer Beziehung war, weil es war ja nicht keine Beziehung. Klar hat mich das ein bisschen emotional abgehalten, die Ladies noch ein bisschen kennenzulernen, aber du, ich hatte vorher ein Leben und ich bin dort reingegangen mit der aktuellen Stand und ich habe mein Bestes daraus gemacht. Und meinen Beziehungsstatus würde ich auch noch gern veröffentlichen, das weiß auch noch niemand, das ist eine sehr, sehr große Frage. Ich bin zurzeit Single, aber ja. Also, wenn ihr ihn Man. kennenlernen möchtet, Ladies, dann ruft an, schreibt in die Kommentare und schickt ein Foto mit oder was. Gibt es eine Ich bin E-Mail? offen für alles. Ich bin bereit, auch jemanden kennenzulernen. Ich würde mich gerne mal jetzt. Ich wäre gerne standhaft geworden. Darum werde ich jetzt die Reality-Shows, ich peile das nicht an, weil ich würde eher, wäre auch gerne jungen Papa geworden. Aber der Zug ist abgefahren mittlerweile. Du bist doch immer noch jung. Ja, 28 und also mein Kind setze ich nicht einfach mit jemandem, bevor ich sie mindestens 2, 3 Jahre kenne auf die Welt. Drum, also, es wird Zeit, Leute, es gibt Gas. Was ist dir wichtig? Sag mal die drei Haupteigenschaften, die sie haben soll. Die sind langweilig, aber das ist wirklich bei mir. Ich muss mit meiner Partnerin wirklich so wie mit meinen Kollegen lachen können, alles erzählen können. Es muss sehr viel Empathie rein sein und ich bin nicht sensibel, aber ich habe schon ein bisschen gern Romantik und so und intelligent, muss ich sagen, hübsch, wenn du das alles hören willst. Also das ist so das Übliche, was ich einfach, die Ehrlichkeit, die drei wichtigsten Dinge sind für mich ehrlich, lustig und loyal. Das sind einfach, das sind langweilige Dinge, aber das sind für mich trotzdem die wichtigsten, weil ohne das geht's nicht, würde ich jetzt mal sagen. Okay, also wenn du so richtig auf Intelligenz stehst, ne, dann musst du auch nochmal überlegen, ob du das so, wo du das am ehesten finden kannst und so. Aber, und Katzen muss sie mögen, ne? Wie die Katzen, Hast siehst du du ne, sie? das ist deine Katze? Ich bin jetzt bei meinem Kumpel zu Hause, weil hier ein bisschen mehr Ruhe ist. Und das ist die 20 Jahre alte Katze, die hat kurz mir ihr Fell weg rasieren müssen, weil also sie kann sich nicht mehr, weißt du, kannst du dir das zeigen? Oh, ich hab sie rum. Warum musste das Fell weg? Siehst du es hier? Ja. Sie ist 20 Jahre und die Katzen putzen sich ja selber mit der Zunge und sie konnte sich nicht mehr putzen, weil sie so alt ist und hat so ein bisschen Klimpen gehabt. So Klimpen, die wehgetan haben, wenn man ihr das Fell ein bisschen geputzt hat. Und dann war die einzige Entscheidung, das muss man wegschneiden. Und die arme Katze, die lässt nicht mit dir machen, die musste auch Morphium rasiert werden. Ja. Aber sie ist 20, sie ist immer noch sehr glücklich aus. Ist eigentlich recht fit für 20, würde ich sagen, weil es ist ja Katzenalter. Noch viele, was ist das, über 90, über 100 oder so. Sie ist schon 200 oder so. Ja, okay, schön. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Interview Ja, kann ich und dir zurückgeben, hat Spaß gemacht. freut mich. Spaß gemacht Ich und bin gespannt, was ich noch rausfinden kann, weil da wird ja viel gemunkelt. Ich würde gerne noch mit Hannah reden, ich würde gerne mit Donna reden, ich würde auch gerne mit J-Lo reden. Ich würde mal wissen, was sie sagt zu der ganzen Scheiße, die ihr an die würde mit. ich mir auch wundern, würde mich auch wundern. Ihr Natürlich. bewerft sie ja alle mit so viel Scheiße. Bist du da? Ja? Aber bist du wieder da? Sorry. Habe ich dich nicht gehört, oder? Nein, das Ding ist, falls sich irgendjemand fragt, meine Internetdose da, hängt so auf 7:30, die muss einmal repariert werden. Mein Internet ist manchmal weg. Aber ich hoffe, das Video verlierst du nicht. Nein, 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 nein. Aber Wann postest du das?
Heute. Heute Ja. kann ich das Statement ein bisschen benutzen, kann die Leute raushören, ob ich in einer Beziehung bin und was da war mit meiner Affäre während der Show oder wie die Leute das auch sehen, weil das ist die meistgestellte Frage, warst du in einer Beziehung und kann es nicht mehr hören. Okay, dann ist das klar. Also heute werde ich das veröffentlichen. Was meintest du gerade noch zu Jennifer Lopez? Ich meinte, ich werde sie fragen, wie sie das findet, dass ihr sie alle so schlecht macht und so viel Hass verbreitet über sie. Hass ist noch ein bisschen ein weit hergeholtes Wort für mich, weil ich empfinde keinen Hass bei der J-Lo. Und ich definitiv nicht. Ich finde die ein oder andere Aktion nicht so fein, was sie gemacht hat. Und ich bin halt wirklich mit Carina so, dass ich einfach pro Carina bin. Aber Hass will ich jetzt dem Jahr noch lange nicht sagen. Auch Okay. wenn ich da dort mal was geschlossen habe, aber weil ich auch viele Aktionen nicht so cool fand von ihr. Aber ja, Hass ist übertrieben. Eine letzte Frage. Angenommen, du würdest deinen Geburtstag feiern, okay? Und du müsstest den kompletten Cast einladen. Nur 5 Leute könntest du ausschließen, die nicht kommen dürfen auf deine Geburtstagsparty von dem Cast. Welche 5 Leute würdest du nicht reinkommen lassen? Dann würde ich Max nicht reinkommen lassen. Vanessa. Joel habe ich auch sehr wenig zu tun gehabt. Jetzt wird es aber schwierig mittlerweile. Dennis würde ich mittlerweile einladen. Und den fünften habe ich nicht mehr. Also ich habe wirklich eigentlich mit allen ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Okay. Also Okay. keine großen Feinde, denke ich mal. Mal schauen. Okay, cool. Dankeschön. Wann hast du Geburtstag? 2. Dezember. Okay, ist ja gerade schon vorbei, ne? Okay. Mal gucken, wie das dann Ende des Jahres aussieht, wenn du dann einlädst und wenn nicht. Okay. Und dann würde ich eher 5 Leute einladen, als 5 auszuschließen. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und wir schreiben. Danke, Sani, für das Interview und ja, ich freue mich auf das Video. Kommt heute. Tschüssi. Ciao, ciao zusammen. Bye, bye.